Hey Leute, herzlich willkommen zu Ruhrpuls, dem besten Horror-Gaming-Kanal der Welt. Besser als er hier, das ist sehr viel Alter, nee, Spaß. Mit dabei Philipp und Gabba Gandalf, aka Dominique. Wir zocken heute Lunch Lady. Das beste Bier, was wir für 4 Euro gefunden haben. Lass uns einfach anfangen, Alter. Also die Story von dem Game ist, bald sind die Tests, Abitur steht an und wir sind zu blöd. Deswegen versuchen wir, die Ergebnisse zu klauen. Still 10 pages full of tests. Oh wow, du hast es ja recht. Ich dachte, das hast du erfunden mit der Story. Nee, wir werden aber heimgesucht von der ollen, etwas speckigen Lunch Lady. Ah, Jesus. Ich glaube, ich halt hart wie Slender. Nur halt, das ja. Slender ist dünn und die Lunch Lady ist, ich will kein Fettshaming betreiben, Leute. Die ist halt, die hat das Lunch in ihrem Namen, Beruf auf jeden Fall sehr ernst genommen. Oh mein Gott, Crunch Lady! Ich hätte gerne aber die dicke Currywurst. Ach du Scheiße, Alter, die ist richtig böse auf dich, Philipp. Ich wünsche euch zwei ganz viel Spaß. Alter, du wurdest gewackt. Gewackt. Das sieht aus, als würdest du schwimmen. Warte, ich hab einen Medikit. Der spritzt in seinen Arsch rein. Impf ihn. Los, recht. Impf ihn! Rechtsklick? Alter, das ist wirklich die langsamste Animation der Welt. Oh, Jesus! Wir müssen irgendwie Schlüssel finden, aber ich habe noch nichts gefunden. Ah, hier ist ein Schlüssel. Oh, Lady kommt. Oh. Ich habe mich richtig erschrocken, aber du hast nur was aufgehoben, du Arschloch. Alter, Philipp, ich hab deinen Schulplatz von damals gefunden. Da kommen Erinnerungen hoch. Richtig die traurige Kindheit bei dir. Also die Tür kann der Malte wieder öffnen, genau. Wieso das ist ja richtig nervig, dass nur Malte die Tür öffnen kann, wenn er das ist ja großartig, ihr werdet immer auf mich warten müssen. Oh, ich hab's gefunden. Ah, geil. Okay, jetzt wird die bestimmt ausrasten, ne? Oh, oh. Ach du Scheiße. Ich frag mich halt auch. Ach du Scheiße, mein Arschloch, Alter. Oh mein nee! Ah! Das klingt gut. Ah! Warte, hier liegt was. Ah! Oh, sie ist immer noch da! Oh mein Gott! Ah, ich hab noch einen Zettel gefunden und einen Schlüssel. Sie ist immer noch da! Ah! Oh Gott! Oh shit, Alter, die hat eine große Pfanne dabei! Oh Gott! Oh, die ist ja noch da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf! Lauf! Oh, oh, ich konnte nicht unter den Bock gucken. Das läuft ja absolut ausgezeichnet. Mann. Du Scheiße. Was soll denn das, Alter? Lunch Lady! Ach du Scheiße, Bongola. Warte, ich kann mich. Oh, Alter, oh. Ich glaube, die Lunch Lady macht mich gerade zu einem Sandwich. Sind das die neuen Sportübungen, Alter? Ist die bei dir? Oh, sie ist ja da! Ja, ich halte sie auf! Ja, okay, mach hier die Tür. Ich drück sie einfach weg. Ich glaube, ihr müsst. Oh Gott. Hä? Du warst 3 Milliarden Meter von der weg. Die kommt doch jetzt erst angelaufen. Ich glaube, die hat mir eine Pfanne am Kopf geschmissen. Toba fest? Ach du Scheiße. Ja, die schmeißt mit Pfannen, by the way. Actually schmeißt sie wirklich. Ja, du musst. Oh. Du bist also relativ mutig. Also ich spiele hier wieder den Bodensimulator. Ich bin einfach ein Teppich bei Ikea gerade. Ich hätte hier noch eine Lösung, die ich einsammeln kann. Ja, bitte. Ja. Je schneller wir mit der Scheiße durch sind, desto schneller können wir unser Abitur bestehen und studieren. Puh! Wer von uns hat studiert? Zu Ende? Ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Nein, nein, nein! Gabba Gandalf got bonked in the face. Oh. Das Doofe ist halt, ich hab halt den Staircase-Schlüssel immer noch. Das kann doch nicht sein, dass das wirklich so gedacht ist, oder? Ihr könnt es nicht aufmachen? Nee. Warte, also ich habe jetzt den Staircase-Schlüssel. So, warte, jetzt muss ich nur wissen, wo ich hin muss. Ich glaube, Philipp hat eine Freundin. Alter, willst du dir mal vorstellen? Nicht wirklich. Will das auch. Oh. Baba. Chihuahua. Okay, wir kommen ja jetzt nicht weiter. Was ist denn der Call jetzt so? Nee, ich glaube, wir müssen neu starten. So, Change Map. High School, Junior High. Junior High hatten wir gerade. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Swimmingpool. Hattet ihr damals in der Schule so Lunch Lady-mäßig? Weil wir hatten so einen kleinen Kiosk. Ich glaube, der hat einfach Milliarden Umsatz gemacht, nur damit, dass er einfach einen Snickers für 2 Euro verkauft. Mhm. Also es hat sehr lange gedauert. Wir hatten auch erst nur einen Kiosk und später eine Cafeteria, aber da haben dann immer irgendwie die Eltern gearbeitet. Wir hatten nichts Gesundes, wirklich nicht. Wir hatten nur Snickers und Beefy. Cafeteria ist auch nicht unbedingt gesund. Besser Brötchen als
als irgendwie Schokoriegel. Die haben uns halt immer gesagt, nee, wir wollen keine Snickers verkaufen, weil das so ungesund, aber haben dir halt so ein fettig Schnitzelbrötchen mit 8 Kilo Remoulade verkauft. Die haben bei uns einfach gesagt, man darf in der großen Pause nicht zum Bäcker gehen. Und da habe ich mir gedacht, ihr Alter, warum nicht? Dafür, dass die ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen, dann soll der mir ein Brötchen kaufen. Wenn mir ein Lehrer sagt, yo, ich fahre jetzt zu BK, soll ich dir das, was mitbringen? Welcher Lehrer macht das? Halt's Maul. Ja, keine Ahnung. Ich hab ja so die Hoffnung, dass es mittlerweile vielleicht auch 2 coole Lehrer deutschlandweit gibt. Nee, wie kommst du auf so eine Annahme? Alter, ich hab den Musikraum gefunden, Leute. Bongo, cha, bongo, cha, cha, cha. Eine Pilz ist ja. Okay, Leute, ich hab hier nochmal eine Lösung. Soll ich die einsammeln? Alles klar. Jo. Hab auch noch eine. Boah, let's okay, go. Boah, what the hell? Okay, die ist wieder hier. Scheiße, die bumst mich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe. 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 Ah! Keine Ahnung. Ah, bitte! Hey. Hört auf, die Scheiße einzusammeln! Hilf mir! Ah, die ist immer noch hier, Alter! Wie komme ich hier wieder runter? Scheiße, ist die Cafeteria. Oh, die hat aufgehört. Sie ist umgedreht, aber sie ist dann in den Raum reingegangen. Vielleicht trickt sie dich jetzt. Wo ist hier Treppe? Ah, da ist die reingelaufen. Hello there. Ah, du hast recht. Ah, die kommt runter! Und nein, die ist wieder oben. Ich glaube, wir haben sie stunlocked, Alter. Sehen. Ach du Scheiße. Jo. Okay, ich hör's. Oh shit, die kommt. Oh. Ah, der nächste. Danke, warum machst du die Scheißtritze, du Affe? Frag mich, Mann, weil die dann drauf ist. Die fickt uns beide jetzt. Oh. Bin ich dir jetzt zu hässlich oder was? Was soll das jetzt? Der hat mich ja lieber angefasst. Die ist einfach weggelaufen. What the hell? Die kommt hoch. Oh je. Ah! Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Ich krieche aber erstmal. Ich schnupp erstmal. Lauf. Die kommt. Ah! Beleuchtet euch mal bitte selber. Warum? Sieht schön aus. Jesus, ey. Ah! Safe. Oh! Oh! Oh, dann fehlt ja nur noch eins. Ah! Okay, wenn die oben ist, dann weiß ich ja, wo ich nicht hingehe. Mhm. Ah! Was soll denn das, Alter? Was? Nein! Da kommt sie einfach um die Ecke, ich denke, ich bin safe. Und sie einfach. Vitamin B in dein Maul. Oh mein Gott. Ah! Nein! Ja, weil. Also, ich überlege halt, ob ich mich. Nee, das war gut, dass ich mich nicht revived habe. Ich hab. Ja! Wo ist der Ausgang? Du bist in der richtige Richtung. Geradeaus durch jetzt. Geradeaus durch? Jetzt bin ich wieder beim Swimmingpool. Hä? Nein, du warst doch gerade hier. Andere Richtung, anderes geradeaus. Verdammt! Die Fettsack-Frau ist hinter mir! Nein! Ich höre sie genau! Ich höre sie! Hey, boah, da lauf! Abitur bestanden! Haben wir geschafft? Yes. Ja! Und jetzt? Studium verkacken, Leute. Ja, checkt die Sicht bei Nofil aus und Dominik streamt. Mehr Werbung kann ich nicht machen, Leute.